Wollt ihr erstmal noch drauf, ja, wenn ihr mir nicht ständig dazwischen quatscht, dann weise ich sogar noch darauf hin, dass ich zum Mauerfall noch gar nicht geboren war. Mike, von daher kann ich euch auch nicht sagen, was ich da quatschen würde. Weil das Geile ist, dadurch, dass ich Post-Production-Bob bin, kann ich euch auch einfach wegschneiden hier in der Abmod. Das ist total geil. Ich muss halt einfach dann nur weiterreden. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butchbop, 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 Stardew Valley, Stardew Valley. Mit der Mikintosh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butchbop 42 und der Mikintosh spielen Stardew Valley. Mein Name ist Bob. Und ich bin Butch. Und ich bin der Mikintosh mit einem roten Hut. Und die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt, deswegen lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und drückt die Glocke. Genau, und wir waren letzte Mal in der Schädelhöhle. So, jetzt müssen wir erstmal Bilanz ziehen. Das haben wir gemacht, das stimmt. Leute, jetzt müssen wir Bilanz ziehen. Wir haben ganz schön viel bekommen. Ich fand auch, das hat sich richtig gelohnt. Also ich habe jetzt sogar nochmal 4 Iridium-Erz hier. Und wir haben sogar 4 noch im Lager. Das ist ja der Wahnsinn. Erstmal Iridium-Barren einschmelzen hier. Ja. So. Ich habe ja sogar 2 Iridium-Barren gedroppt bekommen. Aber ich habe auch einen Iridium-Barren im Inventar. Ich habe 2 Iridium-Erz. Gleich in die Togo-Kiste. Ja, geil. 2 Iridium-Erz in die Togo-Kiste. Nein, nee, das Erz in nicht. Ins Lager, in die Holzkiste. Genau. Die Kiste, wo Holz. Genau. Am Schild, alles klar. So. Ach, das Schild mit. Hey, ich hab eine Kohle. Ah, nee, ich hab keine Kohle ein. Ich hab schon wieder das Schild versaut. Du hast das Schild versaut. Pass. Nein. Das. So, oh, und ich habe ja eine prismatische. Alter, wir haben einfach 5 prismatische Scherben im Lager, ne? Alter, aus. Alter. Mega. Das ist ganz schön viel. Ich habe Lebenselixier bekommen. Ja, das finde ich gut. Es war eine erfolgreiche letzte Folge Ausbeute. Ja, auf jeden. Ich gucke gerade. So, noch was hier. Noch so. Das kommt noch, das wird noch. Das wird verkauft, wird das gleich noch. Ich habe vielleicht in der Holzkiste ein paar falsche Sachen drin. Ich bin mir, I'm not sure. Wie geht das? Ja. Also, du musst die Mineral- da haben wir Mineralien reingepackt. Magma-Geoden. Nochmal der Hinweis, Mike. Drück einfach auf dieses Häuschen. Ah. Ah, okay. Dann, das macht das Leben wirklich um einiges einfacher. Dann kann da nichts, genau, dann kann da gar nichts mehr schief gehen. Naja. Achso, Käse, ne? Käse. Käse. Fressen. Nicht essen. Fressen. Achso, nee, ist ja schon Käse. Ich Idiot. Käse. So, was noch? Ach ja, hier wollte ich es noch viel ran. Zeug. Ich hab jetzt ey, viel richtig Zeug. Viel Zeug muss jetzt alles wegsortiert werden erstmal hier. Wo kommen denn Geoden hin? In die To-Go-Kiste. Ja, hier draußen. Okay. Togo. Togo-Kiste. Oder was zählt die denn Ingwer? Pogo-Kiste. Ingwer zählt unter Sammeln. Okay. Gut. Ich lasse dich auch gleich ran. Das kommt weg. Und noch irgendwas, was weg kann? Nee. Ich hab ne Togo-Kiste, da packe ich Zeug drin. Was haltet ihr dann davon, dass wir heute, oder wenn wir heute mal zur Insel wieder fahren dann? Ich bin absolut dafür. Das klingt nach einem Plan. Bin ich richtig dafür. Aber erstmal muss man hier noch ein bisschen aufräumen. Ja. Aber wir haben schon 4 Iridiumbarren. Voll gut. Und 2 Drachenzähne. Das ist auch voll geil. Dann nehme ich mal meine Gießkanne. Sollte ich vielleicht in den Vulkan mal mitnehmen? Ja. Die Gusskanne. Und ansonsten. Ich überlege, ob ich meine. Obwohl meine Hacke. Auf der Insel könnte ich meine Hacke gebrauchen, aber im Vulkan halt nicht. Nee, scheiß drauf. Nehme ich nicht mit. Dann mache ich mich jetzt schon mal auf den Weg zu Willy. Willy. Ja, ich komme auch gleich. Erstmal einen Kaffee getrunken, jetzt erstmal direkt schneller. Kaffee. Richtig. Mal schön Kaffee. Nix geht ohne Kaffee. So. Aber Leute. Hat irgendwer Themen. Freie Weine? Reifefässer unten? Nee, bei mir ist alles vielleicht, voll. Vielleicht Icke. Ich bin gerade auf dem Weg zurück. Ich guck mal, jo. Ja, guck mal schnell, weil dann kann ich wissen, ob ich die verkaufe gleich oder ob ich die reinpacke. So, ich habe, ich habe freie Reifefässer, jede Menge. Alles klar. Am Strand ist ein Haufen Scheiß angespült. Cool.
Also es sind jetzt gerade wieder diese Tage, wo das Meer auch so grün ist, hier Crab-Mating-Season-Zeugs und so. Ja, sehr gut, weil wir haben ja auch Dings da, ne? Verkaufskiste. Ja, das kann ist richtig gleich rein. Gut. Voll gut. Ja, aber ich wollte Themen mit euch besprechen. Ja. Okay, starte das Thema. Und zwar direkt richtig, richtig polarisierend und so. Dann bin ich erstmal dagegen. Polarisieren. Also wahrscheinlich wirst du auch dagegen sein. Ist aber auch nur eine Theorie von mir. Ne? Also okay. Oder eine Sache, die ich mich so gefragt habe. Okay. Und zwar, ihr kennt ja alle hier Ersten Weltkrieg und so, kanntet ihr, ne? Also, ja. Habe ich nicht gesehen, gehört, ne? Ich habe die Bewertung gehört. Also scheiße gewesen. Nee, so ja. Und Zweiter Weltkrieg ja auch und so, ne? Und es trug sich ja so zu, dass Deutschland dann eher nicht so beliebt war, ne? Ja. Und da haben ja dann zum Beispiel in den US of A, haben ja dann viele Schulen Deutsch aus dem Lehrplan sozusagen genommen, also aus den Fremdsprachen rausgenommen. Man wollte nicht mehr, dass Deutsch sozusagen unterrichtet wird oder gelernt wird. Ja. Und jetzt habe ich überlegt, mit der aktuellen Situation, habe ich mich dann gefragt, kann das passieren, dass Russland sich gerade so hart unbeliebt macht, dass es irgendwann echt in die Diskussion kommt, dass man Russisch in Schulen nicht mehr lehren oder lernen will? Hm. Jetzt wie ist eure denn der, Gedanken dazu. Also wie ist denn der jetzige Stand? Weil ich weiß, dass es klar, vor allem im Ostdeutschland, noch viele Schulen gibt, an denen Russisch auch noch beigebracht wird. Und ob das auch noch so bleibt. Die Leute müssen ja die Sprachen auch wählen, ne? Das ist ja, kommt ja auch noch dazu, ne? Ja. Die müssen ja auch von vornherein erstmal Bock darauf haben, das zu machen. Also ich wundere mich ja generell, dass Englisch, wenn wir darüber sprechen, dass Englisch noch unterrichtet wird, weil die haben ja auch richtig viel Scheiße gebaut. Hiroshima und hast du nicht gesehen. Ja, stimmt. Und wenn man danach geht, muss man schon sagen. Wenn ja. man danach geht, müsste Englisch halt auch ganz oben auf der Nix-Sprachen-Unterrichten-Liste stehen. Hm. Aber Englisch ist so schön einfach. Englisch ist mega einfach. Das ist halt leider das Argument quasi, was in dem Sinne halt immer da sein wird. Und wo es ist ja auch richtig, genau dass auf der das. Insel hingelaufen? Ich bin noch gar nicht auf der Insel drauf. Ich bin am Vulkan. Die Sache ist ja auch, dass Englisch ja auch wirklich sehr weit verbreitet gesprochen wird. Und Russisch ja tatsächlich auch, ne? Also das ist. Ja. Und deswegen würde ich sagen, nee, also Russisch bleibt schon, weil Russisch ist ja nicht auf Russland begrenzt. Hm. Also ich fände das ziemlich, ich fänd das ziemlich Deutschland engstirnig. Auf Deutschland begrenzt. Ich fände das auf jeden Fall ziemlich. Ich glaube, es will keiner wirklich Deutsch lernen. Ich glaube, Deutsch mag keiner. Oh, das stimmt so nicht. Nee. Das finden in die jedem meisten Land schon ganz auf geil. Der Welt, in dem ich bisher war, wo hauptsächlich nicht Deutsch gesprochen wird, werde ich ganz oft auf Deutsch angesprochen. Deutsch ist eine sehr, findet im Alltag der Menschen statt, sagen wir mal so. Tatsächlich. Naja. Lege ich meine Hand für ins Vulkanfeuer. Oh, ja, definitiv. Hand. Nee, aber es war bloß den einen Tag, ist mir so, ich weiß gar nicht, wie, wann, wo, wie, zu welchem Anlass mir so der Gedanke gekommen ist, aber ich mir halt dann dachte, okay, ja, Deutschland hat einen Haufen Kacke gemacht. Und dann war die Konsequenz, dass da einige Nationen der Erde sagen, ey, wir wollen halt hier Deutsch bei uns nicht mehr. So nach dem Motto. Und dachte mir so, ist das realistisch oder könnte das bei Russisch, bei Russland halt auch passieren? Also, ich denke theoretisch ja, praktisch vermutlich eher nicht. Ja, ich denke auch, dass es eher dazu kommen könnte, dass die Leute weniger Russisch wählen. Obwohl es jetzt eben auch durch die viel durch die ukrainischen Flüchtlinge eben auch. Ach so, die werden ja, wieder die werden ja auch echt händering gesucht. Ja, natürlich, es bleibt halt relevant. Ja. Stimmt, wie eben gesagt, es ist halt nicht auf Russland begrenzt. Und selbst. Ja. Und ich finde es auch immer wieder wichtig zu sagen, dass das kein, dass das eben nicht Russlands Krieg ist, sondern Putins Krieg. Ne? Und ich finde, das wird eben, das sagen zum Beispiel die Regierungsparteien sagen das auch so. Die hörst du nicht sagen Russlands Krieg, sondern die sagen, betonen immer wieder Putins Krieg. Und ich finde das ein ganz interessantes und wichtiges Wording auch. Ja. Das klar zu machen, hey, das hat gerade wirklich extrem wenig mit der russischen Bevölkerung zu tun, sondern die leiden ja genauso darunter. Die werden ja
Also was heißt genauso, aber die werden eingesperrt, die werden belogen, Demonstrationen werden verboten und so weiter. Und belogen werden sie. Ja. Ja. Von daher. Ja, krass. Ja. Ja, und vor allem dieser Konflikt, der ist ja schon seit einer ganzen Weile am Brodeln. Der Angriff ist jetzt neu, aber so. Zumindest Kalter Krieg oder so läuft doch da schon eine ganze Weile, oder? Versucht. Schon allein Sochi war doch so ein Ding. Also nach den Olympischen Winterspielen in Sochi war das doch schon mit der Krim annektieren und so. Genau. Das ja. Und Putin hat schon immer gesagt, also es gibt ja wirklich Interviews bis in die 90er hinein, wo er schon angefangen hat, der Ukraine das Existenzrecht abzusprechen die ganze Zeit und so. Also es ist schon ganz schön ekelhaft. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde auch dann diese Leute, die dann immer so für diese Sache so argumentieren, ne? Dieses ja, das Ukraine sind scheiß Argumente. Ja, so dieses Ukraine ist doch auch, ne, und bla bla bla. Und ich denke mir so, jo, Alter, und als nächstes marschieren wir in Sudeten-Deutschland ein und holen uns Elsass-Lothringen oder was hier los? Also. Naja, vor allem das, was ich halt richtig, richtig schwierig finde, ist, dass die zum Teil die russische Bevölkerung im Fernsehen ja so dermaßen falsch informiert wird, dass sie halt, auf jeden. Ne, die haben ja eine Zeit lang auch gedacht, Putin würde da irgendwie einen Nazis bekämpfen oder sowas. Ja, stimmt. So völlig absurd einfach. Ja. Und da gab es auch richtig Familien, wo die so russische Familien, die hier in Deutschland leben oder auch in der Ukraine und erzählen, ja, hier ist Krieg und die Familie sagt, nein, du bist nur falsch informiert, die tun das, um euch zu helfen, die befreien euch von Nazis. Naja. Oh Mann. Ja, da sind ja richtig eklig. Familien auseinandergegangen, weil die sich gegenseitig nicht mehr geglaubt haben. Ja, habe ich auch schon gehört. Es ist halt, Deswegen finde ich so Staatsmedien immer ganz, ganz schwierig. Ja. Deswegen hat Deutschland ja auch ein unabhängiges oder staatsfernes Fernsehen. Die Öffentlich-Rechtlichen. Ja, es ist aber komisch, dass die Öffentlich-Rechtlichen immer derselben Meinung sind wie die Politik, meinst du nicht auch? Oh nein. Ich höre nirgendwo so viel Regierungskritik wie in den Öffentlich-Rechtlichen. Okay. Das stimmt. Also ohne Mist. Also brauchst du dir nur Böhmermann nehmen, jetzt mit den NSU-Akten. Also wahrscheinlich nicht, also ich habe mir tatsächlich das Solmecke-Video hier oben in der Infobeschreibung habe ich mir dazu angeguckt, weil es halt rechtlich gesehen schwierig ist, weil eben Staatsgeheimnisse, ne, und so. Also es kann richtig mit Gefängnisstrafen und allem dann gehen. Aber trotzdem ist es irgendwie krass und irgendwie finde ich es trotzdem wichtig und irgendwo doch richtig, dass sowas aufgedeckt wird. Ja, natürlich. Ja, ich finde diese Geheimhaltungskacke auch absolut nicht okay. Wenn du das zum Beispiel auch auch in Amerika, ne, wo die ja für hunderte Jahre teilweise verschlossen sind, wo du denkst, habt ihr sie noch alle? Weißt du, was soll denn das? Damit, wenn die Wahrheit rauskommt, die Betroffenen nicht mehr leben. Ja. Das haben sie bei Marilyn Monroe auch gemacht? Soll da nicht irgendwie 2023 oder 26 oder so die Akte geöffnet werden? Keine Ahnung. Hab ich letztens erst eine Doku drüber gesehen, weil Marilyn Monroe ja vielleicht auch umgebracht wurde und das von Regierungen. Ja, sollte die nicht irgendwie ein Verhältnis mit irgendeinem Präsidenten gehabt haben? Ja, mit, war das JFK? Ich vergesse mal. Essen nicht vergessen, ne? Ja. Ich vergesse mal, welcher Politiker. Ich glaube, es war JFK? Oder ein Bruder? Oder irgendwie so? Ich muss wirklich sagen, amerikanische Präsidenten finden erstmal so in meinem Alltag nicht statt, sodass ich auch immer wieder vergesse. Wie kann das denn nur sein? George Washington, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln. Einer von denen war es ganz sicher. Richard Nixon. Teddy Roosevelt, das ist der Beste. Ich renne hier auf Ebene 4 von dem Vulkan rum, ne? Und ich weiß nicht, wie ich zu Ebene 5 komme. Teddy Roosevelt, finde ich, werde ich immer mögen. Einfach wegen des Namens schon. Weil Also ich habe nichts mit, weil ich weiß nicht, was der als Präsident jetzt gemacht hat, ob der da gut war. Aber Teddy klingt süß, meinst du? Naja, nach ihm wurde ja auch der Teddy benannt. Ah. Ja. Ah, shit.
Ach, da ist die Tür. Ist ja, it's no wonder that I not found this. Was ist das? Was bist du denn für ein kleiner Kerl? Ah, jetzt ist das auf der anderen Seite aufgegangen. Ja. Zunderklauen. Wir schaffen es eh nicht mehr. 1050. 1.50 Uhr. Oh, das wird knapp. Ja, da wird gar nichts mehr. Ja, dann okay. Bleibe ich. Oh, aber ich hab einen Drachenzahn bekommen. Oh, ja. Mega gut. Pennen im Vulkan. Pennen im Vulkan. Kampfstufe 3 plus 5 LP. Neues Kochrezept. Wurzelplatte. Siehst du mal. Wow. Ja, geil. Ich habe übrigens Tagebuchfetzen bekommen. Den muss ich gleich auch mal angucken. Ja, ich habe auch 2 oder 3 bekommen. Aha. Da können wir uns drum kümmern, wenn wir oben die Caldera im Vulkan mal erreicht haben. Alles klar. Aber erstmal die Ausbeute hier angucken. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was mit den Geistern heute ist. Ich habe auch Geister wieder heute Iridium gut drauf. Bekommen. Also die Geister sind heute gut drauf. Sind die bei mir auch gut drauf? Hi PJ. Sind heute gut drauf, ja. Neutral. Ja. Hallo Penny. Wie kann es denn sein, dass bei jedem von uns was anderes steht? Na, wir haben verschiedene Fernseher. I don't like this. Ja, but the sender is the same, you know? Das sind die Staatsmedien. Bei Bob und mir ist es eigentlich meistens gleich. Die Staatsmedien. Sei doch froh, genau, dass sie nicht gleichgeschaltet sind. Oh, sie hat mir eine Bombe geschenkt. Richtig gut. Ja, sie findet sich Bombe. Ich habe Ingwer gefunden. Sie ist auch eine Bombe. Ja, geil, habe ich auch vorhin. Ich hab Ingwer. Ich hab eine Pastinake bekommen. Daraus kann man Ginger Ale brauen und Ginger Ale bringt Glück. Das ist richtig bloß geil. Oh, ich liebe Ginger Ale. Also Real Life Butch liebt Ginger Ale. Das Getränk. Ich liebe es jetzt nicht, aber ich trinke es auch. Oh, doch, Ginger Ale ist richtig gut. Ich finde, Ginger Ale kommt, oder auch Almdudler, sind zwei Getränke, die sehr an die Berliner Fassbrause rankommen. Und ich als kleiner Stirbke hab ja damals so gerne Berliner Fassbrause getrunken. Und jetzt wohne ich in Nordrhein-Westfalen, da gibt's das nicht. Oh. Nee, da gibt's das leider nicht. Und jetzt denkt jeder Fassbrause wäre irgendwas von irgendeiner, ich mache jetzt keine Werbung, von irgendeiner Marke, die jetzt ein Getränk rausgebracht hat, die auch Fassbrause heißt und alle denken so, ja, ich kenne das und ich sage immer, nein, kennst du nicht. Tu nicht so. Fassbrause musst du aus einem Fass, nicht. Aus einem Fass musst du die. Aber ich habe noch mehr Ananassaat und cool. Ein bisschen, ja, hier, wie heißen sie, Tarotknollen. Tarotkarten, aha. Aber hat jemand eine Hacke gerade im Inventar? Ja. Kannst du ein bisschen was hauen? Wie viele hast du denn? 7 Felder. 7. Hauen. 2, 3, could you please hoe something? Mist. Ich wollte anders hacken. Wo kommen Seesterne hin? Bei den Fischen? Krabben? Da muss ich ja noch Dünger holen. Also da habe ich geguckt, da sehe ich nix. Ah nee, der Seestern ist ein Artefakt hier in einer von den beiden Kisten. Ah, okay. Alright. Fällt mir ein, könnten wir ja hier mal ein bisschen Knochenmühle wieder in Gang bringen. Knochenmühle. Ja, gehen wir nochmal in den Vulkan? Ja, klar. Ja, bei mir ist das Glück zwar nicht so hoch wie bei euch, aber trotzdem, ich bin dabei. 3, 4, 5, 6, 7. Ich bin dabei. Ich hab da auch, habe ich 8 eingepackt statt 7? Hä? Also wir müssen dann quasi wieder über diesen Obelisken in die Wüste, ne? Nee, in den Vulkan. Ja, aber ist das nicht über den Obelisken? Nein. Na, unten zum Strand. Das war mit die Bot. Sí, mit die Bot. Muy bien. El Boto, mucho. Hey, übrigens, neue Spanisch-Info für euch. War das letztens, der gute Paul hat mich dazu befragt. Hallo Paul. Ob man Buenas Noches auch als guten Abend sozusagen sagen kann. Oder ob es immer zwangsläufig gute Nacht heißt. Okay. Also so als würde man sich verabschieden. Und er hat mich gefragt, ob man es auch als Begrüßung benutzen kann. Einen Tag später wurde es ihm in Duolingo als Übung halt angezeigt. So, ja. Hallo, guten Abend. Hola, Buenas Noches. Und dann habe ich heute meine Teamchefin noch gefragt, weil sie halt Spanierin ist. Habe ich so, hey, hier, ne, ein Kumpel, bla bla bla. Und sie meinte, ja, das kann man sagen, aber es ist halt unglaublich förmlich. Also das ist so, wenn du in ein fancy Restaurant gehst und jemand dir deinen Mantel zum Beispiel abnehmen will, dann sagt er sowas wie, hola, buenas noches und so. Und dann zu solchen Anlässen sagt man das. Aber ansonsten sagt sie immer hola.
Hola. Und ansonsten ist es Buenos Dias bis keine Ahnung wann, weil... Buenos Dias, halt, das sind schöne Dias. Genau. Und ja, deswegen habt ihr hier ein bisschen Spanisch-Knowledge wiederbekommen. Danke, Spanien, Bob. Erinnert ihr euch noch an Otto mit seiner Sendung und Englisch für Reingefallene? Englisch für uns war das? Uff, gar nicht mein Ding. Schon mein Ding. Englisch für Runaways und so, oh, fand ich ganz furchtbar. Na, es war eben auch die Art und Weise, wie Otto das vorträgt, ne? Und da ist er eben unvergleichlich. Ich fand nicht mal die Deliverance gut, muss ich zugeben. Naja, gut, also Otto hat ja jetzt nur auch einen sehr speziellen Humor, ne? Entweder man mag das oder man mag das nicht. Ja. Ey, habt ihr mal seinen Wacken-Auftritt gesehen? Alter. Mit inne 70 und dann steht er da bei Wacken und ist halt wirklich gut. Das ist so krass, ey. Aber vor ein paar Jahren, ey. Der rockt halt wirklich, wirklich gut immer noch. Und der kann schon. Die Leute. Also der ist nicht ohne ist Grund. Ist halt Otto. Wusstest du, dass er eigentlich Musiker werden wollte und ihm ist ständig irgendwas runtergefallen, Mikro oder so. Und dann hat er, um das zu überbrücken, hat er Witze gemacht. Und dann hat er irgendwann rausgefunden, anscheinend, dass die Witze kommen noch besser an. Kommt besser an und deswegen ist er geil. Dann... Comedian geworden, also angeblich, ob das jetzt so war. Er ist tatsächlich eigentlich, um sein Kunststudium zu finanzieren, ist er auf die Bühne gegangen. Der hat nämlich Kunst studiert und ist nämlich auch ein sehr, also wirklich ein toller Maler und macht immer noch Ausstellungen und so weiter. Also Otto ist krass. Ja, also er war so ein Kindheitsheld von mir. Ja, absolut. Die Taschenbücher von Otto sind einfach... Nein! Wie ich einfach gestorben bin! Und mein Dad hatte irgendwie gefühlt die Kamera jede zu Hauf auf mich rum. Ach du Scheiße. Ja, ich seh's grad. Ey, die Kamera. Oh. Kann sein, dass ich auch noch sterbe. Ja, Junge, was ist das für eine Ebene, Alter? Ja, Mann. What the hell? Oh, zum Glück habe ich seid ihr denn? Dings Ebene 2. Ebene 2 ist einfach die Hardcore-Ebene hier. Ach du Scheiße. Alter, der Napalm-Ring rettet mir halt einfach gerade den Arsch. Vorsicht, der explodiert. Ah. Holy shit. Ich komm wieder rein. Junge. Ich hatte zum Glück noch Magma-Hut dabei. Harry, ich komm rein. Harry, ich bin jetzt ganz unten. Ich liebe diesen Film. Ich freu mich so auf Weihnachten. Kommt doch bald wieder, ne? Ja. Was denn für ein Film? Kevin alleine in New Harry York. Und so, das klingt nach Kevin allein zu aus, aber es ist bestimmt nicht. Das ist Kevin allein in New York. Harry! Nee, Harry, ich komme jetzt rein, ist Kevin allein zu Haus. Ja. Ist das nicht in beiden? Könnte sein. Also mindestens in allein zu Haus, weil da sagt er das halt wirklich so. Sind die Verbrecher denn in New York auch wieder dabei? Das habe ich jetzt völlig vergessen. Ja, natürlich. Da sind sie die klebrigen Banditen. Ah, okay. Ich fand die Filme einfach nur geil. Für mich sind das Weihnachtsfilme. Sind's auch. Natürlich sind's Weihnachtsfilme. So, Gremlins ist für mich auch ein Weihnachtsfilm. Oh, Gremlins habe ich ewig nicht mehr geguckt. Also, ich hab den einmal gesehen. Du fandst ihn wahrscheinlich nicht so gut, war Bob? Nö, ich fand ihn okay, aber ich habe ihn halt sehr spät erst geguckt. Also, weil ich bin jetzt auch kein Kind der 80er. Und da war der für mich schon quasi... Nein, bin ich nicht. Und der war quasi für mich, zu dem Zeitpunkt, als ich ihn geguckt habe, war der quasi schon zu alt, sag ich mal. Naja, ich bin... Also, ich hab ihn halt einmal geguckt, habe gesagt, oh ja, okay, also ich verstehe das, dass Leute den feiern und so, aber für mich ist es halt nicht so richtig was. Ja, ich habe den als Kind tatsächlich, ich glaube mit 8 oder so, habe ich den das erste Mal gesehen. Weil ich bin halt auch nicht wirklich ein Kind der 80er, ich bin zwar in den 84er geboren, aber 90 war ich ja 6 Jahre alt. Ist also schwer, da zu sagen, ich bin Kind der 80er. Ja, aber natürlich stimmt. Die Einflüsse und die Musik und so, damit bin ich dann schon groß geworden. Und Gremlins habe ich unglaublich gefeiert, diesen Film. Und heute noch. Und ich finde auch heute noch, dass die Gremlins unglaublich realistisch aussahen dafür, dass sie damals gemacht worden sind. Ich meine, da gab es so viele crappy Filme. Diese handgemachtes Kino, ey, das ist so geil. Auch heute noch. Ich liebe das ja auch an Jurassic, deswegen kannst du ja Jurassic Park 1 heute immer noch gucken. Ja. Weil der eben größtenteils immer noch fantastisch aussieht. Das ist krass.
Ja, und es war ja zum größten Teil auch so Computereffekte und so, ne? Und Statuen nee, und Roboter und so. Ja, genau. Und das es ist gab halt, ein paar Computereffekte bei den Stuntmännern und Stuntfrauen, dass man da das Gesicht ausgetauscht hat. Ja, auch die Brachiosauren da, wo man die dann zum ersten Mal so sieht. Das, natürlich ist das Computereffekt, aber selbst die sehen gut. Und dieser riesige Triceratops, der da so krank ist, wo dann auch der Dung von ihm quasi untersucht wird. Ja, ich glaube, das ist eine Puppe gewesen. Genau, wo Alan dann da so drauf liegt und das sieht so gut aus, ey. Ich liebe einfach die Filme, wirklich. Allein dafür, wie sie aussehen. Oh, sag mal, aber du bist 84 geworden. Hast du die Wende mitbekommen? Kannst du dich dran erinnern? Also, wir haben sie verschlafen. Meine Eltern sagten, haben am nächsten Morgen das Radio angemacht und dann hieß es, überall die Mauer sei gefallen. Und meine Eltern so, hä? ja, aber ich weiß das nur, weil sie mir das heute immer noch erzählen. So aktiv dran erinnern kann ich auch nicht wirklich, weil da war ich ja dann 5 demnach. Ja. Ist ja 89 war das, ne? Ich will immer 88 sagen, aber es war 89. Ja, ist doch jetzt bald dann wieder. Mhm. 9. Also, November. Morgen. Oh shit, oh shit, oh shit. 9. November. Ja, wenn ich habe da nämlich heute eine Doku drüber gesehen. Eine Deko drüber gesehen. Und fand das wieder sehr. Also, ich bin kein Ostalgiker, so gar nicht. Nee, ich auch nicht. Weil ich bin in purer Ostalgie aufgewachsen und ich finde ich das ganz, ganz daran. Schlimm. Ich hasse alles daran, nee, wirklich. Also ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich kann es teilweise verstehen, was die damit meinen, aber dieser total verklärte Blick darauf, das stört mich. Ja. Und da gab es sehr viele in meinem Heimatort, noch bis in die 2000er rein. Also eigentlich da ist war bis 2000 noch was, war da immer noch DDR. Also für mich persönlich ist diese ganze Ost-West-Sache eigentlich ein Drama. Denn da wurden Familien auseinandergerissen und Leute mussten da bleiben. Und wenn sie versucht haben zu entkommen, wurden sie teilweise auch erschossen oder an Minen gestorben oder was auch immer. Und dieses, dass irgendwer ein Volk zwingt, jetzt was anderes zu sein und seine Verwandtschaft nicht mehr zu sehen, weil sie auf der anderen Seite der Mauer sind, das ist schon krass und auch krass diktatorisch, wie ich schon beinahe finde. Total, vor allem ist es ja auch Quatsch, ne? Je mehr Oppression du gibst als Staat, desto mehr desto mehr lehnt man sich ja auch dagegen auf, das ist doch völlig klar. Ja, du kannst nicht einfach sagen, Nordkorea. Ja. Oh, wir haben es geschafft. Oh. Oh, ich bin gestorben. Prismatische Scherbe. Ich bin tot. Ja, Mike ist tot. Butch, wo bist du? Ich bin ganz oben. Bob, ich bin jetzt ganz oben. Ja, cool. Wo wie Flynn schon gesagt hat, ganz oben schwimmt nur totes Gemüse. Fräulein, ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Ich dachte, hier ja, immer noch wieder auf der Ebene hier. Na, komm hoch. Ja, hier sind Gegner, Mann. Ja, mach die. Ja, komm. Ist doch egal. Willy hat mich wieder Fräulein genannt. Also Mike, ich hoffe, du merkst, Butch interessiert das auch einfach gar nicht, dass du gestorben bist. Ja, das ist ihm völlig egal. Machen. Guck doch, mal, du könntest gefälligst ein bisschen Mitleid mit mir haben. Oh, der Arme, oh, du, oh, du, könntest du sagen. Sorry, Brudi. Ich habe auf jeden Fall 5000 G verloren und 3 Gegenstände aus meinem Rucksack. Stein, Harz und Blumenkohl. Okay, damit kann ich leben. So, und wieder Runde. Was machen wir denn jetzt hier, Bob? Was ist denn das hier? Erklär ich dir später. Oh. Wirklich, ey. Der hat Nerven. Der hat wirklich Nerven, ey. Ich fahre jetzt zurück nach Hause, wenn ihr euch nicht dafür interessiert, dass ich ein Auer habe. Brücke gebaut. Cool. So, wir brauchen noch mehr von diesen Nüssen. Oh, ja, Bob mag seine Nüsse. Dafür klaue ich euch jetzt das Boot, das Pferd mit dem Hut, das klaue ich euch jetzt. Was ist hiermit? Kannst du das jetzt auch machen? Ja. Ja. Dann können wir nämlich endlich die Person da hinten befreien, oder? Ja, lass das mal morgen machen. Dauert das zu lange, dann schlafen wir mittendrin ein oder so. Wir können ja erstmal noch ein bisschen Zeug abfarmen. Ich habe 2 mumifizierte Fledermäuse. Das ist sehr gut, die können wir nämlich noch gebrauchen. Was macht man damit? Isst man die?
Ein Fledermaus-Gulasch. Die werden für eine Quest werden die wichtig. Okay, dann lassen wir das so stehen. Ich will nicht so viel spoilern. Ah. Ich kann gar nichts mehr aufsammeln hier. Nicht? Nee. Ah, ich sammle das noch auf. Ich habe noch ein bisschen Platz. So, ich bin jetzt ganz bockig. Gleich. Ich gehe jetzt ins Bett. Ihr seid gemein. Du gehst jetzt ohne Abendessen ins Bett. Ja, ich gehe ohne Abendessen ins Bett. Und barfuß. Und barfuß. Noch habe ich Stiefel an. Ich weiß nicht. Ich geh immer barfuß ins Bett. Echt? Echt? Ziehst du nie deine Schuhe an zum Schlafen? Nee, es gibt ja so weirde Leute, die so Socken anhaben beim. Oh, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ey, also ich auch nicht. Ich mach das nur, wenn es wirklich kalt ist. Ja, für mich ist es quasi nie kalt. Ich habe immer Hitze. Also nee. Als Kind war das für mich Standard, mit Socken pennen zu gehen, weil ich immer gefroren habe. Aber mittlerweile mache ich das eigentlich auch nie. Es sei denn, es ist wirklich kalt. Dann drei auch Socken. So, kurze Frage. So. Der Tag ist doch schon um, ne? Der Tag ist jetzt um und die Folge auch, ja. Also meine ich. Stimmt. Ja, gut. Wir haben ja jetzt ein bisschen was freigeschaltet. Also die Caldera oben, das kann ich zu gegebener Zeit dann mal erklären, was da oben mit dem Ding auf sich hat. Wir haben jetzt noch diese kleine Holzbrücke freigeschaltet und dann werden wir mal diesen einen Menschen da hinter dieser Feldwand noch retten. Das wird ja auch mal Zeit. Feldwand. Und halt einfach die Insel dann noch ein bisschen weiter erkunden, weil wir wollen ja immer noch den Inselobelisk. Also wir brauchen noch ein paar Drachenzähne, die kriegen wir eh nur im Vulkan, soweit ich weiß. Ich habe noch eine Möglichkeit. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, den zu bekommen. Kann ich dann auch gerne erklären. Cheaten. Aber ja. Ganz klassisches Oldschool-Cheaten. Stimmt. Warum hat das noch nicht gemacht? Nee, aber da gucken wir mal ein bisschen näher jetzt auf die Insel in den nächsten Folgen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann natürlich Abo dalassen. Glocke, weil dann verpasst das definitiv nicht. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert auch gerne irgendwas. Sowas wie voll geil. Ich war dabei bei der Wende. Hashtag ich war dabei. Hashtag der Woche, ich war dabei. War geil, Alter. Was habt ihr gemacht, als die Mauer gefallen ist? Ja, geil, oh, das ist eine gute Frage. Und das, genau, Hashtag naja, ich war dabei, weil was habt ihr gemacht, als die Mauer gefallen ist? Oh, ey, das passt doch richtig. Du wolltest noch auf etwas hinweisen. Stimmt, Bob, du wolltest auf irgendwas. Ja, du weißt ja, ich wollte erstmal noch drauf. Ja, wenn ihr mir nicht ständig dazwischen quatscht, dann weise ich sogar noch darauf hin, dass ich zum Mauerfall noch gar nicht geboren war. Von daher kann ich euch auch nicht sagen, was ich da gemacht habe. Vor allem das Geile ist, dadurch, dass ich Post-Production-Bob bin, kann ich euch auch einfach wegschneiden hier in der Abmod. Das ist total geil. Ich muss halt einfach dann nur weiterreden. Nee, aber worauf ich euch natürlich auch noch hinweisen wollte, ihr da draußen, wir haben einen Discord. Kommt auf den Discord, kommt zum Quatschen, kommt zum Spielen. Kommt zum Quizzen, kommt DPT, kommt zum Quizzen, jeden Tag ein Blatt vom Quizkalender, jeden Tag ein Serienquiz, Filmquiz, Gamequiz, wir mögen Quizzen irgendwie schon. Ja, deswegen kommt da auch vorbei und, was ihr auch nicht vergessen solltet, gebt dem Mike ein Like, das ist der nette junge Mann hier nicht neben uns. Der Asoziale, der bringt ständig dazwischen redet. Der bringt jeden Tag sogar eine Folge Stardew Valley raus. Also da könnt ihr euren Konsum, ich weiß nicht, ob ihr ihn stillen könnt, aber ihr könnt mindestens so ein bisschen was dafür tun. Ihr könnt es mal versuchen. Vielleicht ist das ja cool. Genau. So, und was auch cool wird, wird die nächste Folge, nächste Woche Freitag, da sehen wir uns dann. Freitag ist Stardew Valley Tag. Ja. Bis dann. Tschüss. Wie ich euch einfach wegschneiden werde in dieser Abmod. Du musst es durcheinander gequatscht. Ja, natürlich werde ich euch da wegschneiden. Das musst du am Anfang nehmen. Diktatoren-Bob einfach am Nordkoreaner runter. Ey. Man kann Diktator nicht ohne Dick schreiben. Dick. Das müsstest du vielleicht am Anfang in diesen Vorspann packen, dass wir alle durcheinander reden. Das wäre, glaube ich, hart lustig. Das könntest du machen.